Vor 2 Jahren habe ich meiner Mama versprochen, dass ich ein guter Sänger werde. Ein guter Sänger sein ist für mich das Schönste und das Schwerste zusammen. Ich bin einer der Jungen, die im Chor der Sixtinischen Kapelle singen. Wir singen für den Papst. Form das E zu einem I. Un, E, due. Wenn Don Markus wütend wird, ist es besser, sich nicht zu bewegen. Dann muss man sich unsichtbar machen. Aber obwohl er so streng ist, mag ich ihn. Denn er ist immer für uns da. Ulrich Meldau ist Kantor der reformierten Kirchgemeinde Enge in Zürich. Kat.ch trifft den Organisten zu einem Gespräch über den Film Francesco und der Papst. Man sieht im Film, dass sein Privatlehrer relativ streng mit ihm ist. Ist das normal oder typisch, diese Situation der Ausbildung? Ich denke, dass es dort wahrscheinlich typisch ist. Und ich finde eine wichtige Botschaft, die er vermittelt, dass es sich lohnt für Musik, sich wirklich einzusetzen, Kraft aufzuwenden, dass Musik auch Arbeit bedeuten kann. Das versuchen wir auch immer Jugendlichen und Kindern zu vermitteln. Wir versuchen es vielleicht auf eine etwas andere Art. Wir können nicht mit zu viel Druck arbeiten. Das finde ich auch nicht unbedingt angebracht. Aber in diesem Umfeld, da ist das absolut in Ordnung. Und man muss den Kindern auch sagen, dass es sich lohnt für Musik, sich wirklich einzusetzen, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten und dass man dann am Schluss die Früchte ernten kann. Wie beurteilen Sie das gesangliche Niveau des Chores in der Sextina? Das ist natürlich ein großartiges Niveau, sowohl von den Knaben als auch von den Erwachsenen, die da sicher groß geworden sind und immer noch mitsingen. Es ist natürlich toll, wenn man täglich mit diesen Jungen und Erwachsenen proben kann. Und das gibt entsprechend ein großartiges Niveau. Wir haben dieses Jahr eine Privataudienz mit dem Heiligen Vater. Und ich dachte, ich organisiere in diesem Jahr einen schönen Dialog zwischen der Solostimme eines Knaben und dem Chor. Die Lehrer haben mich als Solisten ausgewählt. Und seit heute weiß ich, dass es ein Solo für den Papst wird. Das ist ja auch im Film einmal zu sehen, dass, glaube ich, der Nachwuchs nicht unbedingt gesichert ist. Man sieht es ja auch bei Francesco, der sogar in der eigenen Familie belächelt wird für dieses Engagement. Und so ist das Ganze vielleicht auch ein Werbefilm für diesen Chor, was ich sehr gut fände. Also Francesco wird ja auch gehänselt von seinen Brüdern. Ist das typisch, dass Jungen in diesem Alter schräg angeschaut werden, wenn sie in einem Chor singen? Wir haben einen Knaben im Kinderchor, da sagt ihm die Mutter, er hätte verschiedentlich schon Freunde einladen wollen, komm doch mal mit im Kinderchor, und sei eigentlich ausgelacht worden. Das ist leider die Realität. Im Film wird ja auch ein anderes Bild von Papst Benedikt XVI. Gezeigt. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also ich fand verschiedene Aspekte bemerkenswert. Zum Ersten, dass auch gewisse von seinen Aussagen, von seinen Standpunkten auch mal relativiert wurden. Dass zum Beispiel auch gesagt wurde von Francesco selber, ja, die Rezepte, die er in Afrika da bringt, die kommen da nicht immer gut an, dass er gezeigt wurde, wie er diese Standpunkte vertritt. Also ist das nicht ein reiner PR-Film für das, Papst Benedikt? Ja, ich fand das wichtig, dass der Francesco selber das hinterfragt hat. Was mich als Musiker gestört hat, dass wenn der Chor singt und er in der Kirche einzieht, dass sogar geklatscht wird. Da finde ich dann als Musiker wieder, ist die Musik dann doch vielleicht noch heiliger als der Papst. Wenn ein Musikstück von einem Knaben vorgetragen wird,
dringt die Stimme in dich ein. Sie bricht dir das Herz. Ja, die Emotion, die das auslöst, wenn Kinder oder Jugendliche Musik machen, beschreibt einer der beiden Ausbildner ja sehr schön. Der sagt, dass diese Knabenstimme ins Herz geht. Er sagt sogar, das Herz bricht. Ich finde, es muss nicht das Herz brechen, sondern es ist einfach ein tolles Erlebnis. Das geht ins Herz, wenn Kinder und Jugendliche Musik machen, vor allem wenn sie klassische Musik machen. Das ist einfach ergreifend.